Rocket, die tickende Zeitbombe. Rocket ist ein Waffenexperte, der aus der Distanz angreift. Er konzentriert sich darauf, gleichzeitig bei mehreren Zielen Schaden zu verursachen. Seine Basisfähigkeit Flark, Spitzenbombe, verursacht bei allem im Wirkungsbereich mittleren Schaden. Oh oh. Spritzen Sie ordentlich! Gut, nutze diese Angst! Erledige sie alle! Oh oh. Ich wusste, dass ich letztes Mal den ganzen Spaß verpasst habe. Lass dich nicht von dem Lager beschämen, dieser Licht aus! Auf Apfel! Na komm! Na komm! Na komm! So, wir regenerieren mal. Ach komm schon! Müssen wir uns jetzt mit Schockschnecken anlegen? Nicht anlassen, schießen! Sehr hilfreich! Danke! Gern geschehen! Und jetzt lenk dich nicht ab! Es du schuldest mir was, Quill! Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann! Ich schaff das schon. Müssen wir die Dinger? Ach du Scheiße. Ja, wir gehen kein Risiko ein. Also das die Monster, die wir fangen sollen. Hier kommt der Schmerz. Oh nein, noch so Schnecke. Warum sind es so viele von denen? Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Ja, danke, Kumpel. Ach du Scheiße. Da gab es extra eine Warnung. Oh, ich bin tot. Bitte nicht nochmal von vorne. Bitte nicht. Ach komm schon, müssen wir uns jetzt mit Schockschnecken anlegen? Nicht anglotzen, schießen! Rocket! Ich hab nur ein- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob er startet. Ja, sag das eben. Oh oh. Käfer wie dich esse ich zum Frühstück! Der war aber saftig. Das ist die Schnecke. Sonst ziemlich auf die Schnecke. Und die anderen mal sich auf die anderen Gegner konzentrieren. Das ist Teamwork. Wäre mal nicht schlecht. Ich weiß, ich kann die Attacken von Erno noch einsetzen, aber. Wieder eingeplatzt! Ach, kleine Viecher. Die große Schnecke ist auch noch da. Zwei davon. Holy shit. Du hast leicht Leben. Du hast einen spitzen Stock. Nein! Halte sie auf, Groot! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Was würde ich nur ohne dich machen, Rocket? Nein, 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 nein. Böse Schnecke. Auch Schnecke. Da ist noch einer. Bro, schnapp sie dir! Na komm. Das ist meine Schleimspur, was? Hast du das gesehen? Flatsch! Ich liebe die saftigen. Hey, Team Grün, wir haben unsere Klopfer auf. Gut gemacht. Fähigkeitspunkte.
Überblick, Fähigkeiten haben wir, von den Fecken. Star-Lord aktiviert seinen Jets-Stiefel und steigt in einen taktischen, günstigen Höhe auf, um Befehle zu erteilen oder Gegner anzugreifen. Aha. Okay, da ist die Bergbauanlage. Ich bin Groot. Natürlich ist es sicher. So sicher wie ein Schiffswrack der Chitauri eben sein kann. Ich bin Groot. Wir müssen hier rüber, Groot. Und Rocket würde dich nicht in Gefahr bringen, stimmt's? Ich bin Groot. Stimmt. Ich deck dir immer den Rücken, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, es sieht nur instabil aus, wie alles andere hier. Lass dir nicht die Zweige verdrehen. Oh, ich sehe da Sachen. Ja, das Harz kann ein blödes Kriegsschiff halten. Glaub mir, es ist absolut sicher. Guckt mal, ich beweise es euch. Da. Seht ihr? Ich bin nicht ganz so sicher. Jungs, springt! Nein! Nein! Gut. Groot! Kumpel, du lebst noch! Ich bin Groot! Logo? Du flakiges Stück vermoostes Treibholz! Du hättest eben draufgehen können! Ich bin Groot! Ich hab dich auch lieb, du selbstloses Hojasprosse. Komm, Quill. Er sagt, wir treffen uns beim Bergbauschiff. Ich will ihn nicht warten lassen. Ich muss ja ein bisschen schießen. Wir gehen ihm nicht, ja? Er sagt, es ist okay. Wir treffen ihn später. Team Rocket, ist alles okay? Groots Signal ist ausgefallen. Sein Funkgerät muss kaputt gegangen sein, als er gestürzt ist. Was ist mit deinem Sperrholzgefährten passiert? Er ist nicht aus Sperrholz. Er lebt. Aber er fiel. Ich weiß wirklich nicht, ob du gerade klug oder dumm bist. Team Rocket, Ende. Team Rocket. Team Grün sind wir damit wohl los. Jetzt können wir den blöden Unfall endlich vergessen. Außerdem ist Groot okay. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Ein Unfall, Rocket? Komm schon. Was denn? Mehr war das nicht. Es war deine Schuld. Hättest du nicht auf dem Schiff rumgeturnt? Ich hab nicht... Du hast doch keine Ahnung. Spiel hier nicht den Schlauen. Das klang aber nicht wie eine Entschuldigung. Nein. Mann. Wenn der Nachbrenner jetzt losgeht, dann sind wir hinüber. Hoffentlich geht er nicht los. Wir müssen nämlich irgendwie durch dieses Ding durch. Das ist auf der anderen Seite dieser Turbine. Wir müssen einen Weg dadurch finden. Spring diesmal nicht irgendwo drauf. Groot kann nicht nach dir greifen, wenn du... Quill, sei still oder hilf mir herauszufinden, wie diese Schaufeln aufgehen. Ich höre, dass dein Visor arbeitet. Versuch bloß nicht zu betrügen, Quill. Wie kannst du das hören? Bin ich der Einzige, der vom Gestank dieses Schrottplatzes die Nase voll hat? Es riecht irgendwie ein bisschen wie altes Obst. Ja, das ist einer der Gerüche. Wie viele sind es denn? Ich würde sagen 2.000 bis 3.000. Da unten ist noch einer. Wie bringt man einen toten Chitauri zum Schwimmen? Na? Man nimmt den Fuß von seinem Kopf. Ich glaube, den hat Yondu mir schon erzählt. Nur ein toter Chitauri ist ein guter Chitauri. Korax war okay. Ich frag mich, wie es ihm wohl geht. Da drüben ist ein Zugangstunnel für Drohnen. Leider haben wir keine Drohne. Kannst du dich da reinquetschen? Ich wusste es. Rocket, reparier das. Rocket, bring das in Ordnung. Rocket, kriech in das dunkle Loch. Siehst du was? Ja, einen manuellen Override. Team Rocket, wir haben ein Problem. Eine unserer Körperstellen war voller Hand. Also ziehen wir jetzt los und suchen eine neue Position. Achtet nur darauf, dass die neue Stelle möglichst nah bei der ursprünglichen liegt. Wegen der Mathematik und den Winkeln.
Aha. Na toll, noch eine Turbine. Ja, so sind die Dinger meistens aufgebaut. Päh, päh. Und da hat wohl jemand geübt. Komm schon, verschwinden wir von hier. Okay. Draußen an den Rändern sind viele Chitauri-Schiffswracks. Chitauri sind wie Kakerlaken. Ach, da oben sind immer mehr. Es ist nur passend, wenn sie auch wie Insekten sterben. Wir sind wieder in der Spur. Das Bergbauschiff ist nicht weit weg. Meinst du, Groot ist schon vor uns? Möglich. Hoffentlich wurde er nicht abgelenkt. Ich hab schon überlegt, wie lang. Oh, Scheiße. Diesmal weiß nicht, ich schwör's. Mir gefällt das nicht. Ich sag einfach nicht in die Hose. Ich halte mich an diesem Ding mit Muskeln fest, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Oh, Mist! Ach, du Scheiße. Verflagter Drecks! Ich sag doch, ich sehe sie. Super Timing! Woher habt ihr... Ja, fand mich auch. Aber du willst so schnell wie möglich durch dieses Schiff. Wir sehen jede Menge Bewegung. Ja, der Mist wird echt heftig hier draußen. Versuch einfach, sie für uns ruhig zu halten. Es wird bald keine Option mehr sein. Diese Position ist unhaltbar. Drax sagt, du musst dich beeilen, Peter. Ich kann sehen. Ja, wo lang? Ich da hinten. Ich hab Achter. Vorsicht! Oh. Das ist kritisch. Nein! Ich stehe nicht auf, ich falle. Bist du gestorben? Nein, 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 nein! Zu viele Trümmer! Ich bring sie hier auf! Oha. Na komm. Hör auf, umzuschlagen, Mann. Wirklich? Will, hier lang. Ich seh nix. Seid ihr drin? Jetzt was? Mein Visor zeigt eine Supernova. Ist er kaputt? Hier überladen. Hier drin muss eine Residualenergie sein. Komm schon. Kann nichts sehen. Nur noch das hier. Da rein vom Handy. Okay, Lebenserhaltung fährt wieder hoch. Wie sieht's da draußen aus? Heilige Mutter aller Weltraummuscheln. Nimm das Nagel. Wenn ihr mich sieht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Tja, cool, ist alles klar? Ja, ja, es ist nur... Mann! Uh-oh. Das ist gar nicht gut. Das hat... Das ist riesig. Was war das denn? Naja, das war ein Schwarm alter Reinigungsbots, schätze ich mal. Reinigungsbots? Kann doch sein. Ich bin Groot! Groot! Bist du noch heil, Großer?
das liegen. Entschuldige den Beschuss. Ja, er dachte, du wärst das komische Ding, das wir zufällig gesehen. Befreien. Wir haben Reinigungsbots gesehen. Zufällig. In der Distanz. Ich bin tot. Uns geht's blendend. Es ist weggerannt, als es uns gesehen hat. Stimmt's gut? Rocket, ich bin nicht sicher, ob dieses Schwarmding harmlos war. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass es frei ist. Quill hat ungezielt auf ein großes Wurmnest geschossen. Dabei ist was runtergefallen. Und daraus kam diese große Schwebekreatur. Das war alles. Jetzt sollte Team Grün aber mal auftauchen. Ich bin gut. Du hast sie nicht gesehen? Die werden uns doch nicht im Stich gelassen haben. Na komm, durch hier. Bitte sehr. Die Treffpunktkoordinaten sind in dieser Richtung. Aber wir müssen den Schutt umgehen. Ich suche nach einem Seitengang. Nö, hier nicht. Schönheit. Ein Tisch? Das ist eine alte Werkbank, Modell T. So was Robustes wird heute gar nicht mehr hergestellt. Komm schon, Quill, vielleicht funktioniert sie noch. Ich könnte deine Ausrüstung reparieren. Gib mir mal das Teil da. Eine Reparatur. Nutze mit Rockets Hilfe eine Werkbank, um Vorteile herzustellen. Verfügbare Vorteile werden angezeigt, wenn du sie aktivierst. Jeder Vorteil erfordert zur Herstellung spezifische Komponenten. Schnelles Nachladen, Verbrauchsobjekte mit Magnet, taktischer Scan. Schnelles Nachladen ist schon gut. Und vollbracht! Taktisches Scan. Tada! Der Visor kann jetzt Gegner im Kampf scannen. Das Scannen eines Gegners liefert Hinweise, wie er besiegt werden kann. Die Zeit wird verlangsamt, während du einen Gegner scannst. Hilfreich. Ja, da geht's durch. Wir schaffen den Dreck wegzuräumen. Zu werden. Hier gibt's nur einen Ausgang. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Was für ein sturer Haufen Zeug. Versuch's mit dem kurzen Fuß. Schnell nachladen. Schnelles Nachladen ermöglicht nicht, die den Cooldown deiner Elementarwaffe abzubrechen und zusätzlichen Schaden zu verursachen. Wiederholtes Schießen führt zur Überhitzung. Bei der Überhitzung erscheinen grüne Bereiche aus dem Cooldown-Anzeiger. Genau in diesem Moment drückst du jetzt die. Okay. Oh yeah! So geht genau das! So. Und danke für das Upgrade. Da bringen wir doch gleich ein. Ja, jetzt so. Bleib mal kurz zurück. Das hab ich kaum gesehen. Ihr Wimmel ist von wen haben wir denn hier? Jungs, ich bin hier unten nicht allein! Komm damit klar! Wir suchen einen anderen Weg! Heilige oh, nachladen! Ich wollte noch nie so gern auf etwas einprügeln! Wir müssen noch mehr Ungeziefer vertreten! Oh no! Na, geht so. Muss man noch ein bisschen üben. Du hast echt was verpasst. Das war großartig. Team Rocket, endlich. Wir konnten euch nicht hören. Irgendwas an dem Bergbauschiff hat unseren Funk gestört. Ja, irgendwas stimmt nicht hier drin. Und Quill ist wieder in ein Loch gefallen. Schon wieder? Ich parke die Milano. Aber Drax ist draußen und sucht nach euch. Vielleicht findet ihr Quill vor uns. Wir versuchen ihn zu erreichen.
Jungs, das mit dem Zusammenbleiben muss deutlich besser werden. Wir sind nicht liiert. Ich werde dich finden, Peter Quill. Beschreib deine Umgebung. Altmetall, altes Bergbaugerät. Einfach alt. Vermerkt. Merkwürdiges Zeug haben die hier abgebaut. Was war's wohl? Komische Felsen in Würfelform? Oder Metall? Oh nein, wir sind im Bauchtube. Zum Glück nicht Star Trek hier. Monies Cube. Peter Quill, ich habe altes Gerät gefunden, aber ich sehe dich nicht. Dieser ganze Ort ist altes Gerät. Das grenzt meine Suche nicht an. Aha. Wir müssen da wohl hoch. Hattet ihr zwei schon Glück? Das hat nichts mit Glück zu tun. Peter, lass uns hören, damit er dich findet. Rex! Rex! Hey, bringe fertig deinen Punkt an, bevor du dir die Seele aus dem Leib schreibst. Okay. Da oben gibt's immer noch was. Ich da irgendwie hoch. So. Die Türen sind natürlich Schrott. Hm. Ich frag mich, ob Rocket weiß, was das ist. Mit dem können wir es natürlich nicht doch immer. Haben wir uns in die Tasche gesteckt. Oh nein! Nicht wieder runter. Haben wir uns in die Unterhose gesteckt. Aha. Drüben ist etwas. Jetzt mal, wir können hier durch die Scheiben durch. Hallo? Ach, Scheiße. Noch so ein komisches Ding. Mach rein! Du liest meine Gedanken. Das Ding weigert sich zu sterben. Ich verpasse dich nicht beim Kratzer. Was hält er? Ich erledige dich so hart ich kann. Taumelbalken. Manche Gegner haben einen Taumelbalken, der sie viel unempfindlichen Schaden macht. Ein Taumelbalken befindet sich immer unter ihrem Gesundheitsbalken. Wenn du ihn komplett füllst, sind sie kurzzeitig kampfunfähig. Ich könnte wirklich einen Tag-Team gebrauchen! Keine Sorge! Ich komme! Oha! Drax,
Drax ist ein zäher Kämpfer, der es mit vielen Gegnern auf einmal aufnehmen kann. Er ist darauf spezialisiert, Gegner ins Taumeln zu bringen, die durch gewöhnliche Angriffe nicht zu überwinden sind. Seine Basisfähigkeit zerstören verursacht geringen Schaden und schwaches Taumeln. Der Klappentyp ist benommen! An der Zeit können wir draufhauen. Ach du Scheiße. Jetzt ist es ein fairer Kampf. Es ist komplett unfair. Sie haben keine Chance. Das macht mich wütend. Er gibt nicht nach. Oha. Na komm. Es wird mir Spaß machen. Du bist gar keine so harte Null. Gamora, die typischste Frau der Galaxie. Gamora ist eine geschickte Attentäterin. Ziele schnell eliminiert. Ihre Angriffe sind schnell und verursachen hohen Schaden. Ihre Basisfähigkeit tödlicher Schlag verursacht hohen Schaden bei einem Einzelgegner. Habt ihr Greenies Quill gefunden? Gefunden und gerettet. Aha. Hey! Dann macht weiter. Wir kommen gleich. Nach einem Boxenstopp. Ich habe die Milano bei der letzten Klopferposition geparkt. Wir gehen dorthin und halten nach euch Ausschau. Wie geht's meinem Baby? Sieh es dir selbst an, falls wir es zurück nach oben schaffen. Aha. Gamora kann bestimmte Wege zerschneiden. Aber wir brauchen für euch beide was zum Hochklettern. Wenn wir das Ding runterholen, hätten wir die zusätzliche Höhe, die wir brauchen. Zeig uns mal deine Beinarbeit, Gamora. Ich wette, das kannst du nicht. Wieder auf einen anderen? Drax, kannst du dieses Ding schleppen? Seht die Kraft eines ketafianischen Kriegers! Und zwar hierhin. Kannst du es darüber schieben? Fertig! Warte, da stehe ich noch. Ein bisschen weiter in die andere Richtung. Okay, das ist hilfreich. Ich bin dem Anführer gefolgt. Nicht alle von uns verweigern den Gehorsam. Entscheide dich mal. Bist du wütend, dass ich Thanos gedient oder dass ich ihn verraten habe? Beides schafft kein Vertrauen. Da drüben liegt noch was. Okay, da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ach so, drüben hat er den platziert. Ein bisschen looten. Na komm, ach, das hätte ich schon kriegen können. So ein Mist. Drax, das hier ist was für dich. Mit Leichtigkeit. Kannst du es da rüber schieben? Klingt gut. Doch nicht den Block. Du
für mich hier jetzt rüber? Natürlich nicht. Kannst du das hochheben? Wo möchtest du es haben, Peter Quill? Hier ungefähr. Hier ist gut. In Ordnung. Alles für ein bisschen gut. Hey, Großer, heb das Ding mal hoch. Kannst du es da rüberschieben? Fertig. Na, dann weiter geht's. Rocket? Vielleicht hat er unser Monster gefunden. Wir wissen nicht mal, wie es aussieht. Die Infos waren extrem vage. Sie waren nicht vage, sondern überstürzt. Es ist wahrscheinlich eine niedliche, kleine... Albtraumabscheulichkeit. Lady Hellbender ist eine Kriegerin. Ein perfektes Exemplar würde zu ihrer Stärke passen. Wie gesagt, was Schreckliches. Ich sehe das anders. Stärke ist liebenswert. Ich wette, es ist niedlich. Frauen mögen doch niedlich, oder? Ja. Alle Frauen im Universum kriegen weiche Knie, wenn sie was Flauschiges sehen. Lady Hellbender ist eine außergewöhnliche Frau. Sie will bestimmt nur die würdigsten Haustiere. Du hast noch nie einen Babyotter gesehen, der mit seinen Händen spielt. Das muss ich bestätigen. Aha. Ist euch irgendwas Komisches an diesem Ort aufgefallen? Du meinst, außer dem grundlosen Funkausfall? Es gab einen Grund. Du hast diese Schrottsäule gerammt. Ich bin einem Hagelsturm brennender Trümmer ausgewichen. Und der Funk ist davor aufgefallen. Aha. Das nenne ich Timing. Wir haben Besuch. Das ist das Team vollständig. Ach, scheiße. Der ist noch gar nicht platziert. Hier bringt es von... Die Nahrung für unsere Leute sind, dürfte die nicht weit sein. Ach, du Scheiße.